Es gibt gute Neuigkeiten. Wir haben die Genehmigung erhalten, mit der nächsten Einrichtung anzufangen. Oha. Besser noch, es geht sogar um zwei Einrichtungen. Oh, wait, what? Also danke für deine tolle Arbeit, Gianluca. Wir können natürlich nicht an beiden gleichzeitig arbeiten. Beginnen wir mit dem Restaurant oder dem Café. Beide werden vier neue Besucher anziehen. Da ist es wirklich eine schwere Wahl. Ein sinnvolles Restaurant an der Hauptstraße und ein schickes Café direkt am Strand. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Oh je. Aber ich denke, ich wäre sogar fürs Restaurant. Ja. Du meinst also, wir sollten mit dem Restaurant beginnen? Ich denke, du hast recht. Im Urlaub will man schließlich gut essen gehen. Sehen wir uns das Grundstück gleich mal an und legen wir los. Als ob es jetzt direkt losgeht, ich bin so hyped. Wenn wir jetzt zwei Häuser bauen können, ist halt geil. Oh, und das ist geil. Okay. Restaurant. Dann werden wir. Kannst du dir ein Restaurant vorstellen? Die Lage ist perfekt, da ja immer viele Leute vorbeikommen. Aber der Reihe nach. Zuerst sollten wir uns um das Äußere kümmern. Denk los, Gianluca. Okay. Oh, wie cool es aussieht. Alter. Ich mach's gerade sehr gleich wie die Schule, ich weiß. Ja, so sieht es ganz gut aus schon mal. Die Schuhe vielleicht noch ein bisschen umändern. Ah, nee. Ja, dann ist doch so eine Tür, die gut dazu passen würde. Ja, so. So wäre es schon ganz cool. Oh, wait, what? Kann ich auch noch ändern. Dann nehme ich das hier. Passt auch schön an. Na, ja, sieht aus wie so eine Zapude. Oh. Wie cool. Oh. Na, nee, das sieht so komisch aus. Na, okay, da ist ein bisschen komischer Rand dabei. Aber cool, dass man ja auch ein eigenes Design drauf machen kann. Werde ich aber nicht machen. Ich werde es so machen und... Ah, nee, ich weiß nicht. Ich denke, ich bin so zufrieden. Sieht schon cool aus. Dann mache ich so. Oh ja. Ist das Äußere so in Ordnung? Ja. Toll, wirklich sehr gelungen. Dann können wir als nächstes an die Innenrichtung gehen. Oh, ich bin gespannt, wie viele Folgen ich hierfür brauche. Für die Schule habe ich ja schon zwei Folgen gebraucht. Es könnten drei werden, wenn ich noch eine Küche mit dazu bauen. Okay, gut. Jetzt muss zwei Räume bauen. Gut, nun sollten wir uns um die Innenrichtung kümmern. Im Wesentlichen ist das Restaurant zweigeteilt. Es gibt den Essbereich und die Küche. Beide haben unterschiedliche Vorgaben. Sieh sie dir an, indem du den rechten Kreuz... Viereck... Nee, Viereck... Plus-Button, dieses Ding halt da links unten, drückst und deinen Auftrag wählst. Abgesehen von den Grundlagen ist es sehr wichtig, dass dein Ort die richtige Stimmung vermittelt. Die richtige Beleuchtung hilft da enorm. Wähle den linken Steuerkreuz, heißt es, um diese anzupassen. Du kannst sowohl die Farbe als auch die Helligkeit verändern. Ich freue mich schon auf deine Ideen. Oh, ja, 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 ja. Okay. Beeilen. Ich habe zwei Räume. Oh, du kannst nur die Farbe und die Intensität der Beleuchtung anpassen. Geil. Naja. Boah, bisschen über. Bisschen überlichtet. Oh, das kann ich aber nicht so groß machen. Ja, wenn dann schon groß. Ich probier's mal mit der Größe.
Oh, wir müssen noch mehr Stühle hin. Okay. Aber, so wie ich sehe, habe ich sehr viele neue Items. Oh mein Gott, ja. Ich weiß, was ich mache. Okay, erstmal Tapete und Boden. Tapete. Nee. Nee. Ist der Küche? Nee. Na, das wiederholt sich für mich so oft. Die ist schon cool. Okay. So, auf zu viel schon wieder. Alles klar. Oh. Flugzeug macht gar keinen Sinn, finde ich, für mich. Irgendwas ist doch cool aussieht. Sowas wie Holz. Also so schön holzig. Würde ich feiern. Wo sind eigentlich die Fenster? Warte, muss kurz nachschauen. Da sind die Fenster. Ah, das ist klar. Warum auch immer die ausfahren? So, ich hätte gerne schöne Fenster. Ich soll schauen. Manche haben halt kein Fenster, das ist halt das Ding. Ah, da passt das Äußere nicht mehr so gut. Dann wird sich die Wand hier. Und vielleicht da die Wand. Oder eine gelbe. Das sieht ja auch recht schön aus. Aber ich glaube, ich mache es dann so. Ja. Die Tische finde ich schon ganz cool eigentlich. Aber nee. Oder ich mache allgemein alles so. Dann eine Wand. So, eine Wand so. So. Sieht eigentlich ganz gemütlich aus. Was sagt der Boden so? Was gibt's da? Okay. Partyboden. Ach, ist doch Rockküche. Ich würde dann so einen Fliesenboden in der Dings benutzen. Ja, genau so. Man kann nicht nämlich so einen Teppich hier benutzen. Einen roten Teppich oder so. Wenn ich sowas Gescheites finde. Na, besser. Ich mache so einen Holzweg hier in der Mitte. Alles richtig hinrichten. So, ja. Oder vielleicht finde ich schon ein helleres. Ja, besser. Ich mache jetzt die Stühle. Passt auch schön rein. Oh ja. Jo, noch Teppich. Was gibt es noch für Teppiche? Die gut reinpassen könnten. Ja. Das sieht auch nicht schlecht aus. So, Deckendeko. Haben wir sehr viele neue Lampen dazu bekommen. Und sogar vertikalen Ohren. Warum das ist? Ah. Okay. Jetzt habe ich die Disco-Kugel auch. Die kann ich bei Janine dann reinhängen. Das macht dann auf jeden Fall.
So. Oh, ich muss alles einzeln umstellen. Dann kopiere ich die einfach am besten. So, also kurz alles Tische und so rein. Tische. Was so? Welche Stühle benutze ich denn da jetzt? Erstmal die Tische. Also ich hatte ja geplant, diesen Tisch zu benutzen. Wo ist er denn? Den da. Der sieht halt schon geil aus. Dann immer so. Haben wir eine andere Farbe? Ja, so. So halt so eine. So wie so ein. Mann, oder? Nee, nicht wie ein Biergarten. Das Wort würde auch nicht so gut passen. Keine Ahnung, wie ich es nennen würde. Das Aas, ja. Das passt dann nicht so. Der Antikstuhl vielleicht. Ah, nee. Der hier. Ah, nee, anders so. Der passt jetzt schon ganz gut, finde ich. Ja, perfekt. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja, ob es ein bisschen zu viel gedreht? Ja. Kann ich das hier wegmachen und hier meinen Zielklick benutzen? Ja. Kann ich. Sieht ganz schick aus. Oh ja, ich bin so hyped. Ach, schön. Dann noch auf jeden Fall schnell. Bisschen Essen und Kerzen. Oh ne, F nur Essen wahrscheinlich. Was benutze ich denn da jetzt? Ich weiß es nicht. Was würde denn, was würde ich hier verkaufen? Freigeschaltet, ist krass. Da haben wir jetzt Essen. So eine Pilzsuppe. Pilzgräb. Das da, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das. Was gibt's noch? Reiscurry? Vielleicht noch? Pizza mit Pilzen. Ja, erstmal ein bisschen platzieren. Hier, die umteilen sich eine ganze Pizza. Ja. Der ist auch näher, oder? Sondern noch ein paar Kerzen vielleicht. Vielleicht finde ich da irgendwas Tolles. Ja. Sehr schön. Perfekt.
So, dann noch die Lampen. Die sind auch sehr wichtig. Über jeden Tisch. Eine Lampe am besten. Da habe ich schon eine. Das ist über jedem. Ja, perfekt. Genau, in der Mitte auch. Dann, irgendeine besondere Lampe. Nee. Ja, das sieht gut aus. Oder? Wenn man jetzt mal läuft. Mal schauen. Ist doch ganz schick. So. Was haben wir sonst noch? Das da. Das ist ein Hinweisschild. Ja, dann habe ich die Idee. Dann habe ich die Lampe auch weg. Und dann geht dieses Hängehinweisschild hin. Quasi ein Hinweis, Küche. Oh. Nicht reinkommen oder so. Ja, steht da Küche, kein Eingang. So, dann Wanddeko. Sehr wichtig hier, finde ich. Eine Orangewanduhr. Hab ich noch nie gesehen. Hängepflanzen. Ja, finde ich ja ganz schön. Dann so ein Marlin. Warum nicht? Und es war es schon wieder. Das triggert mich mal ein bisschen. Es gibt halt kaum Wanddeko irgendwie. Kann ich mir den Rahmen ändern? Ja, kann ich gut. Kann ich dafür Bilder nehmen? Das sieht doch schön aus. Perfekt. Dann boah, ist richtig schwer. Ist wirklich richtig, richtig schwer, finde ich. Das ist so ein asiatisches Restaurant, könnte man da echt viel besser bauen, finde ich. Dann nutze ich doch diese Dinger hier. Wie sieht das aus? Ah, würde ich die Farbe ändern. Und das eine ein bisschen weiter weg vom Tisch machen. Besser aus. Okay, was kann ich sonst noch benutzen? Ein Multischalter kommen. Einfach nur, damit es ein bisschen voller aussieht. Holz natürlich. Dann Zertifikat, dass sie so gut sind. Nicht fehlen.
Dann bin ansonsten eigentlich schon ganz zufrieden. Ich würde trotzdem noch ein paar Sachen ändern. Ich überlege hier vielleicht noch einen Türkranz hinzuhängen. Muss man nicht fächen. Den da vielleicht. Oh! Ich kann ja noch ein paar Items hier einfach hinstellen auf dem Boden. Ein paar Pflanzen oder so. Würde auch noch ganz gut passen, wahrscheinlich. Pff, was gibt's denn so? Das ist jetzt für die Küchen. Oh ja, für die Küche habe ich auch schon eine Idee. Musik darf hier irgendwie nicht fehlen. Ich weiß nicht warum. Ja. Komm, da ist so ein Dingschen. Boah. Da hat es aber nicht so ein Klappschild. Mit. Brot, keine Ahnung. Dahin. Ja. Dann ist der. Essensraum schon fertig. Kann immer noch durchlaufen? Ja. Passt auch ganz gut in das Schild, finde ich. Kann man auch eine schöne Musiker machen. Passt ganz gut, eigentlich. Habe ich den Geräuschkulisse schon freigeschaltet? Ich glaube noch nicht, leider. Ich würde gerne noch ein bisschen polieren. Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Raum. Da würde ich sagen, gehen wir an die Küche. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Denn die wird doch ein bisschen komplizierter. Okay. Da muss ich noch eines Bild von machen von der Küche. Allem also, okay. Und da habe ich auch gerade so eine Items jetzt gerade bekommen. Alright. Wait, was muss hier alles stehen? Zwei Küchenherde. Krieg ich hin. So, machen wir es so. Da hätte ich genau was in die Ecke reinstellen dann. Ich muss mal alles hinstellen, was ich habe. Was haben wir hier? Campingküche haben wir auch noch. Die Küche kann ich vielleicht auch irgendwie benutzen. Hm, den Tisch. Ah, ja, ich habe schon so eine Insel. Achso, brauche ich sie nicht mehr. Na, das ist auch wieder so eine Insel, finde ich. War das Zelt als Herd, die Kücheninsel? Ja, sehr schön.
So, ich würde es gerne. Ich würde nicht so groß meine Küche. Also kurz trotzdem mit Tapete und so bearbeiten. Ja, definitiv die hier. Muss ausmachen, so. Viel besser. Da. Es gibt hier ein Schwarz und ein Weiß. Mach ich den Weiß und so eine Fliesenwand. Oder? Ah, das sieht hässlich aus. Sieht auch lustig aus, wie es hier wackelt. Na, falsch wird verglichen wieder. Eine Tapete dann. Die kann ich sogar umgestalten. Oh. Nee. Kann ich die auch so silber machen? Ja. Das ist doch sehr gut. Kannst du hier kochen. Klotter. Kann natürlich dran durchlaufen. Perfekt. Da kommt hier noch der Kühlschrank dazu. Hier ist die Küchentheke. So rum. Oder so rum. Keine Ahnung. Den Kühlschrank würde ich dann hier hinstellen. Da hinten wird dann abgespült. Na, hab ich noch so einen kleinen Schrank vielleicht. Milchkanne habe ich sogar noch. Ja, passt ja auch nicht so gut rein. Ja, so eine Fischkiste. Salatbuffet. Passt es hier so gut rein? Wenn ich das tausche. Ja, dann können halt die Köche halt immer wieder hier was nehmen, wenn sie was brauchen. Ja. Dann stelle ich auch gleich noch so einen Obstkorb hin. Aber klein Kram ist es ja. Ich dussel. Warum man denn? Na ja, Gemüsekorb. Hier. Und dann vielleicht ein paar so Teller, wenn es sowas gibt. Die Kasse! Ich dachte, ich brauche noch eine Kasse, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Schaue ich gleich noch nach. Eine kleine Fischkiste noch. Mach ich so. Was haben wir hier? Untersuchungsgerät? Nee. Räucherofen. Ja, der passt auch noch ganz gut hier hin. Was haben wir sonst noch Schönes? In der Außenanlage durch auch gleich spazieren. Ja, dann mache ich das so. Kann ich da hinten noch irgendwas Kleines draufstellen? So essensmäßig. Ja, Metallkanister. Aber ich habe einfach nicht so einen kleinen Teller irgendwie, wo ich halt so hinstellen kann. Wo es dann drauf zubereiten oder so. Versteht ihr? Ah doch, da so Geschirrset. So was kann man auch hier hinstellen.
Den Boden habe ich gar nicht angeschaut. Was habe ich denn so oft zu verböden? Zementboden. Ich finde den Restaurantküchenboden denn schon ganz gut. Boah, die Belichtung ist hier mal schrecklich. Ich möchte hier ein bisschen dunkler machen. Sieht ein Fenster drin aus? Ne, keine Fenster. Raumgröße lasse ich so. Ich könnte sie sogar noch kleiner machen. Aber nee. Die Belichtung mache ich ein bisschen dunkler, bitte. Schon hell, aber dunkler. Und jetzt geht's an die Wand. Also erstmal die Decke.